Heute vergleiche ich das Samsung Galaxy A10 mit dem Galaxy A21s. Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Handys. Design. In der Kategorie Design ist das Galaxy A10 mit 51:48 Punkten knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 24 Gramm leichter, 1 mm dünner, 8 mm kürzer und 15,2% geringeres Volumen. Das Galaxy A21s hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 0,3 mm schmaler. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das Galaxy A10 eindeutig mit 40:30 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 0,4% höhere Pixeldichte und besitzt ein IPS-Panel. Das Galaxy A21s hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 5,3% höhere Auflösung und 4,8% größere Bildschirmgröße. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Galaxy A10 mit 86:81 Punkten knapp vorne. Das Galaxy A21s hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 42% schnellerer Prozessortakt, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 96 GB mehr interner Speicher und 6 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Kameras. Im Bereich Kameras gewinnt das Galaxy A21s haarscharf mit 49:48 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 4,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera, schnellerer Fotoautofokus durch Phasendetektion bei Fotos und es hat eine Doppelobjektivkamera. Das Galaxy A10 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 5% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. In der Kategorie Audio kommen beide Produkte auf 58 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Merkmale. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das Galaxy A21s mit 65:48 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 47% mehr Akkuleistung und unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das Galaxy A21s deutlich mit 76:68 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 2-fach schnellere Downloads, hat Wi-Fi 5 Verbindung, hat einen Fingerabdruckscanner, 3-fach schnellere Uploads, hat ein Gyroskop, hat Typ-C USB-Anschluss und hat einen Kompass. Das Galaxy A10 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: unterstützt 2 SIM-Karten. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Samsung Galaxy A10 mit 49 knapp vor dem Samsung Galaxy A21s mit 46 Punkten. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Smartphones unter dem Video verlinkt. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.